Malwurf? Wer ist denn da? Wer will das denn wissen? Mein Name ist Armin Hormann. Ich rufe Sie von der Handelsplattform T1 Markets an. Sie haben eine Registration für die DHL-Aktie gemacht. Nochmal, was habe ich... Ich habe Sie gerade nicht verstanden. Die Kaffeemaschine war noch an. Sie haben eine Registration für die DHL-Aktie gemacht. Ist das richtig? Ja, ja. Da kann man ja ein bisschen Geld dazu verdienen, ne? Ja, so ist es. Ja, deswegen fand ich das ganz toll. Ja, auf jeden Fall, Sie haben eine Möglichkeit, potenzielle Gewinne zu erschaffen mit Investitionen in Aktien wie DHL, Tesla, Amazon, auch Kryptowährungen sind heutzutage, haben ein sehr starkes Potenzial, gerade der Bitcoin. Und wenn Sie da ein Interesse haben, kann ich Ihnen dabei behilflich sein, dass wir zusammen Ihr Konto aktivieren. Wer hat eine gute Potenz? Das habe ich gerade nicht verstanden. Amazon, Netflix, Facebook. Das kenne ich alles gar nicht. Bin da nicht so bewandert, muss ich zugeben. Aber sehen Sie, wenn Sie Ihr Konto aktivieren, Sie werden gar nichts alleine machen, sondern Sie werden Hilfe haben von einem Senior Account Manager. Sie bekommen einen kostenlosen Senior Account Manager. Ja, was bedeutet das? Kann nur Deutsch und Spanisch lernen. Okay, das ist, ich werde Ihnen erklären, das ist ein Mensch, der Ihnen ein Mönch? Helfen. Oder ein Pat oder ein Priester. Das ist... Hören Sie mich? Ja, ich kann Sie hören. Ist das ein schwarzer genau, oder ein weißer Mönch? Weil ich wollte halt schon auf dem christlichen Pfad bleiben. Ne? Schwarzen Mönche sind mein Kollege. Weißt du, die Kathedrale kostet ja 1000 Gold, aber das gibt dann halt auch gleich einen großen Zufriedenheitsbonus in der Bevölkerung. Ne? Und mit dem Geld, das wir dann erwirtschaften, da habe ich halt gedacht, da können wir die Nahrungsrationen verdoppeln, my Lord. Ja. Der Senior Account Manager ist mein Kollege, ja, der Ihnen helfen wird, ja, den Handel zu tätigen. Das ist quasi der Berater, der immer unten rechts da mit dem Buch dann steht, ne? Genau. Ja, das Volk huldigt euch, Sire, sagt er dann, wenn man das richtig gemacht hat, oder? Waren Sie daran Interesse, dass wir Konto aktivieren, oder? Ja, natürlich, klar, weil also bevor wir den Kornspeicher platziert haben, können wir ja nicht anfangen. Okay, ich werde Ihnen sofort eine E-Mail versenden. Und dann haben wir das Vorratslager, müssen wir auch, wie viel Vorratslager soll man da denn deponieren? Was kommt 250 denn da, Euro. Was kommt denn da so rein an Ressourcen? Also ich hatte ja im Prinzip, brauchen wir ja Stein und Holz vornehmlich, ne? Sie brauchen 250 Euro, ja, dass Sie auf Ihr Konto einzahlen. Ja, so viel Startgold haben wir, das ist kein Problem. Also ich würde das schon gerne machen. Prima, dann. Ich habe Ihnen eine E-Mail versendet. Ja, das ist gut. Ich guck, da muss ich den Computer nur kurz einmal anmachen, ja? Können Sie machen. Ja, von welcher Nation rufen Sie denn an? Von Zypern. Also ist eine arabische KI, ne? Eine arabische KI, ne? Ja. Das verstehe ich nicht. Naja, ja, wir haben ja die europäischen und die arabischen Lords und dann sind sie sind ja so in der Mitte. Da ist halt die Frage, gehören sie zum europäischen Einflussraum oder zum arabischen? Wir sind auf der europäischen Seite. Ja, das ist gut, weil ich habe ja im Prinzip, ich wollte halt keine Schleuderschützen und Feuerwerfer. Ich wollte das Ganze schon traditionell lieber machen, ne? Das ist mir dann schon lieber. So, ich mache jetzt mal eben den Computer an. Können Sie machen. Ich komme immer mit den Knöpfen durcheinander. So, einen Moment bitte. Wie lange brauchen wir dafür? Denn ich muss nachher noch zum Arzt. Wir brauchen für das maximal 10 Minuten. Das ist gut, weil um 12 muss ich dann mit dem Zug fahren, ne? Aber das ist ja noch ein bisschen hin, sozusagen. Ja, Sie haben Zeit. Das ist, haben Sie denn auch Zeit? So, ich habe den Computer jetzt angemacht. Hallo? Prima, ich habe Ihnen die E-Mail versendet.
Ja, welche E-Mail-Adresse hatte ich da denn genommen? Weil ich habe ja sozusagen mehrere am Laufen. Weil Leider das ist wegen ja dem einmal Datenschutz der gar nicht große die E-Mail. Kreuzzug und dann, aber es ist ja wahrscheinlich ein Nein, Spielstand in der nur eine Sekunde, Wirtschafts. nur eine Sekunde bitte. Ja. Sie müssen mir nicht die E-Mail in die Leitung durchgeben. Leider wegen dem Datenschutz kann ich Ihre E-Mail nicht Dann gucke ich einsehen. mal, weil das ist ja, sagen wir, es geht ja um Geld, das ist ja dann wahrscheinlich ein Spielstand in der Handelskampagne. Und da würde ich da einfach mal reingucken, weil ich habe halt da das ein oder andere Konto mehr da, ne? Ja, überprüfen Ja, ich Sie. Ich weiß überprüfe nicht, mit das. welcher E-Mail Sie sich registriert haben. Wie viel Gold kann man da denn in etwa verdienen bei Ihnen Das als kann ich Amtsmann? Ihnen leider nicht sagen. Es kann sein, dass Sie mit diesen alles entscheidet Ihr, wie viel Risiko Sie eingehen wollen, wie viel Geld Sie investieren wollen. Wenn Sie von diesen 250 Euro, sagen wir 50 Euro in einen Trade setzen, Immer. durch einen Monat können da Profite von 100, 200 Euro sein. Oh, das ist gut. Das ist ja, sag mal, zusätzliches Einkommen, ne? Genau, aber genauso wie Sie das Geld profitieren können, so können Sie auch Verluste ziehen. Ja, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen. Da steht, aber warum klatschen denn die Leute bei Ihnen? Wir Nicht haben Ihnen, den weil Sie die E-Mail feindlichen bekommen Angriff haben, überlebt. sondern wir haben hier eine Tafel und die Bewegungen auf den Markt und wenn positive Bewegungen sind, dann klatschen wir auch. Sagen Sie, haben Sie die E-Mail bekommen? Ja, ich habe eine E-Mail bekommen. Was steht in der Da E-Mail? steht, der Meister verlangt, dass ihr von seiner Burg ablasst. Nicht diese E-Mail. Ach so. Ne, also hier steht, willkommen bei T1 Markets. Genau so ist Hallo es, genau Hans so ist es. Herbert Maulwurf. Ihre Mark. Was ist das? Ihre Marktreise zu einer. Ich muss mal eben meine Brille aufsetzen. Ich kann ohne meine Brille Machen nicht Sie so das. gut lesen. Machen Sie das. Machen Sie das. So, Ihre Marktreise zu einer neuen Ebene des Handels beginnt jetzt. Hier sind Ihre Zugangsdaten. Da steht Genau. aber gar nichts, da steht nur E-Mail und dahinter ist leer und hinter Passwort Okay. steht Passwort. Das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Okay. Drücken Sie nur auf Anmelden. Das geht ja nicht, da ist ja nichts hinterlegt. Nein, nein, drücken Sie nur auf Anmelden, dann werden wir Ihr Passwort neu setzen. Ja, einen Moment bitte, ich Sie hab's. werden Ihr Passwort neu setzen. Nochmal bitte? Sie müssen auf Anmelden drücken. Wo denn beim Computer? In dieser E-Mail, die Sie bekommen haben. Oh, kleinen Moment, ich glaube, jetzt habe ich es gerade aus Versehen weggedrückt. Oh, geht mir das auf die Nerven. Wo ist das denn jetzt hin? Warten Sie mal. Ich hab's gleich. Nur langsam. Da anmelden. Gut, dann drücke ich jetzt auf Anmelden. So ist es. Ja. Dann? Da stehen jetzt lauter Sachen auf Englisch. Das ist Das, ja Sie sind nicht. jetzt auf der Login-Seite, richtig? Login Page steht da, aber ich sollte doch einen Berater Genau, kriegen, genau. keinen Pagen. Genau. Sie haben jetzt links, da So ein können Sie Pech auch die aber auch. Sprache, Sie können Ihre Sprache, die Sprache umändern. Sie können auf Deutsch die Ja, Sprache setzen. manchmal hilft nur Muskelkraft. Wo mache ich das denn? Links haben Sie, da steht EN, sehen Sie das? Wo denn? Links, in den linken unten Eck, glaube ich. Nur eine Sekunde, ich werde auch. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit. Eure Ernte ist in Gefahr, my Lord. Sehen Sie unten links, wo Ja, EN steht. Da ist so ein Drücken Globus Sie dort. dabei, ne? Genau. Ah, da ist Wenn Sie Deutsch. da Guck mal, drücken, da können wir Deutsch, umstellen. genau. Super, jetzt ist Ihre Seite auf Deutsch. Ja, das sieht schon besser aus. Alles Gute kommt Super. von oben.
jetzt haben Sie vor Gott eine Sekunde. Vor Gott? Passwort vergessen, steht da. Was war mit Gott? Das war auf Englisch. Ja? Auf Deutsch heißt es Passwort vergessen. Ja, ja, ich habe das ja nicht vergessen. Sie haben mir das ja gar nicht geschickt. Genau so ist es. Drücken Sie auf Passwort vergessen, dann tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und dann bekommen Sie einen Link auf Ihre Inbox, na, in Ihre Inbox, mit einem Link, dass Sie Ihr Passwort neu setzen. Ach so. So, dass nur Sie den Zutritt zu Ihrem Konto haben. Ja, dann hau ich das eben da nochmal rein. Hans Maulwurf 1946. Erhalten Sie den Link. Und dann, was soll ich dann auf Erhalten Sie den Link drücken? Junger Freund? Ja, ich bin noch da. Was haben Sie gefragt? Ja, ich habe das jetzt abgeschickt. Okay, jetzt sollten Sie in Ihre Inbox einen Link bekommen. Ja, ich guck mal eben. Nee, da ist noch nichts gekommen. Nur langsam, nur langsam. Sie bekommen den Link. Versuchen Sie, Ihre Inbox zu aktualisieren. Aktivieren? Ja, die ist doch schon aktiviert. Aktualisieren, doch da aktualisieren. Jeden Tag Sie müssen Ihre Inbox aktualisieren, Herr Maulwurf. Die klatschen ja schon wieder. Genau. Ich habe Ihnen schon erklärt, wieso die klatschen. Können die auch mal für mich klatschen? Vielleicht. Ja, können Sie denen das mal sagen? Die sollen mal meinen Namen rufen. Es ist ja wie im Fußballstadion bei Ihnen. Was soll ich denn für ein Passwort nehmen? Jetzt hat er aufgelegt, verdammt nochmal.